Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Geheimakte 2 Puritas Cordis. So. Ah, da haben wir eine Weinflasche. Immer mitnehmen. Und die Stofftaschentücher. Weil es so schön ist, vielleicht sogar noch Kohle. Wunderbar. Ein Helm. Goldmedaillen. Ah. Was ist denn los, Polly? Warum machst du so einen Lärm? Normalerweise schlägst du doch nur Alarm, wenn ein Fremder den Raum betritt. Aber hier ist ja niemand, also beruhig dich wieder. Sobald mich der Papagei sieht und ich ihm zu nahe komme, fängt er an zu kreischen. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Aber ich habe schon eine Idee. Die Taschentücher sind viel zu klein, um damit den Käfig abdecken zu können. Aha. Max, ich habe hier was für dich. Ich weiß es, glaube ich. Und zwar, ne? Vögel, wenn man es doch so abdeckt und so, pennen doch dann, oder? Oder sind das nur bestimmte Vögel? Ist ja auch egal, ich werde es jetzt einfach mal versuchen. Und zwar hat man ja hier irgendwo die Nähmaschine. Oder können wir die doch zusammennähen? Und ich habe mich immer gefragt, warum ich in der Schule unbedingt diesen Handarbeitskurs belegen musste. Jetzt weiß ich's. Wusste ich doch. So. Jetzt gucken wir mal, ob das auch richtig ist. Da unten ist Nina. Ich kann mich da nicht... Ja, dann gib ihr das einfach so. Nina, ich hab hier was für dich. So. Das werfen wir da drüber. Was ist denn los, Polly? Aber hier... Sobald mich der Papagei sieht und ich ihm zu nahe komme... Warte mal... Reich vielleicht das noch rein. Nina? So. Na endlich, gib Polly Ruhe. So, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Nina? Vielleicht können wir mit Nina endlich diese Käsesuppe kochen. So. Erstens, wenn aus dem Zeug da drin mal was halbwegs Genießbares werden soll, dann brauche ich noch irgendwas für die spezielle Note. Und zweitens... Die Vase ist aus Plastik und würde schmelzen. So, das macht doch schon mal einen ganz passablen Eindruck. Dann tun wir das mal den Helm. Melde gehorsamst. Die Brühe wurde erfolgreich von einem Gefäß ins andere geschüttet. Cool, so. Ich sollte den Ofen erstmal anmachen. Na dann, tu mal Kohle rein. Was, schon alles da, um ein Feuerchen zu machen? Seltsam. Sonst muss ich doch immer erst 5 Millionen Sachen zusammensammeln. Na egal. Ich sollte mich einfach freuen. Beim nächsten Mal wird's bestimmt wieder deutlich schwieriger. So, dann los. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder wird da Käsesuppe draus, oder das ganze Zeug fliegt mir in einer gewaltigen Explosion um die Ohren. Ein paar Minuten später. Hui, es ist nicht explodiert und schmeckt sogar ganz passabel. Ich bin begeistert. So. Viel zu sperrig für das Git. Ach so, können wir ja wieder hier rein. Ich werde mal was von der Käsesuppe in die Vase füllen. So. Max, ich habe hier was für dich. Wir geben ihm einfach jetzt alles mit. Max,
Ich hab hier was für dich. Damit wir nicht hin und her müssen. Max? So. Ja, jetzt müssen wir ja definitiv mit Max spielen. So, bitteschön, mein Freund. Hier habe ich etwas heiße Käsesuppe für dich. Die baut dich bestimmt wieder auf. Oh, vielen Dank, aber ich muss erst... Ach, egal. Die Gefangene ist eh schon weg. Und bevor das leckere Süppchen kalt wird... Ich muss den Alarmknopf drücken. Vielleicht... Aha. Ich werde die Medaillen mal im Stroh verstecken. So, jetzt spreche ich mal drauf an, oder? Schmeckt die Käsesuppe? Ja, ist echt lecker. Aber denk nicht mal dran, dass ich dir was abgeben würde. Was glitzert eigentlich da hinten im Stroh? Glitzern? Was soll da glitzern? Weiß ich nicht, deswegen frage ich ja. Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Und wenn's was Wertvolles ist? Was soll da denn Wertvolles drin sein? Keine Ahnung, vielleicht hat die Gefangene ja was versteckt. Stimmt. Aber lass bloß die Finger davon, das gehört alles mir. Ich bin schließlich für die Zelle hier verantwortlich. Gold. Hier ist Gold. Vielleicht finde ich noch mehr. Ja, hier muss noch mehr sein. Dann mal viel Spaß beim Durchwühlen des gammligen Strohs. Und jetzt? Ich werde mal den Alarm auslösen. Mit etwas Glück kommen dann die Wachen aus dem Hauptgebäude und ich schaffe es mit Nina bis in den Turm, ohne erwischt zu werden. Hörst du das? Ja, mein Vater sagte immer, wenn man Mist baut, muss man auch dazu stehen. Also sie ist positiv. Du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, dich dein Problem zu stellen. Was ist hier los? Also, das ist jetzt nicht so, wie es aussieht. Was machst du in der Zelle? Und wo ist die Gefangene? Das ist etwas komplizierter. Was sind das für Goldmünzen, die du da in deiner Hand hast? Die beiden dürften erstmal beschäftigt sein. Und die Wachen aus dem Turm sind hoffentlich auch schon auf dem Weg hierher. Ich werde schnell zu Nina gehen und ihr Bescheid sagen. Wenn es eine Chance gibt, Shelton aufzuhalten, dann jetzt. Bis hierhin haben wir es geschafft. Jetzt musst du ganz nach oben. Ich? Und was machst du in der Zwischenzeit? Kaffeekränzchen? Klar, mit den Wachen. Irgendwer muss dir doch den Rücken frei halten. Du willst ja wieder raus? Die werden schnell merken, dass du weg bist. Und vielleicht auch, dass ich nicht ganz so tot bin, wie sie vermuten. Dann wird hier die Hölle los sein. Und was willst du machen? Im Kreis laufen und hoffen, dass sie dich nicht kriegen? Keine Ahnung, aber mir fällt schon was ein. Max? Ja? Pass auf dich auf. Du weißt doch, was du mir versprochen hast. Wenn dich einer umbringen darf, dann ich. Ja, ich weiß. Keine Sorge, du kommst schon noch zu deinem Recht. Ich mache mir eigentlich mehr Sorgen um dich. Vielleicht sind hier im Turm noch Wachen, zumindest aber Pat Shelton. Und selbst wenn niemand da drin wäre, habe ich keinen blassen Schimmer, wie wir die Katastrophe noch verhindern könnten. Das lass mal meine Sorge sein. Ich habe da schon eine Idee. Echt? Was denn? Keine Zeit, das jetzt alles zu erklären. Und auch noch keine Ahnung, wie diese Idee aussehen soll. Ja, du hast recht. Wir sollten uns wirklich beeilen. Hier ist noch Kram, den ich gefunden habe. Vielleicht ist ja was Nützliches dabei. Danke. Pass auf dich auf. Ich würde dich gern wiedersehen. Ich dich auch. Sei vorsichtig. Glück gehabt. Weit und breit keine Wache. Bleibt nur noch Pat Shelton. Naja, Pat Shelton und eine Bombe, die die halbe Welt ertrinken lässt. Die halbe Welt. Und meinen Vater. Aber keine Sorge. Diesem Wahnsinnigen werde ich die Suppe gehörig versalzen. Ich sollte mich erstmal um Shelton... Dann hau ihm eine rüber. Haben Sie wirklich geglaubt, ich würde mich so leicht übertölpeln lassen? Naives Gör. Aber zurück an die Arbeit. Die Welt wartet auf die perfekte Welle. Oh, man kann sterben.
Das hätte ich ja auch mal wissen müssen. Okay. Das wäre also passiert, wenn ich diese Aktion durchgeführt hätte. Wie gut, dass ich es nicht gemacht habe. Oh. Ich weiß, was dann passiert. Shelton wird mich entdecken, mir eine Kugel verpassen. Ich sollte mich erstmal... Ist zwar schade um die schöne Suppe, aber wenn ich gut ziele... Mr. Shelton, etwas heiße Suppe gefällig? Das sollte mir etwas Zeit verschaffen. Ja? Mit diesem Kontrollpult wird nahezu alles gesteuert. Wenn sich die Katastrophe noch irgendwie verhindern lässt, dann nur von hier aus. Kein Bedarf. Sowas würde ich nicht mal lesen, wenn ich dafür Geld kriegen würde. Und als Briefbeschwerer ist es zu hässlich. Das Zahlenfeld scheint gesperrt zu sein. Achtung! Sie sind dabei, die Funkfrequenz zwischen Bombe und Kontrollstation zu ändern. Bitte geben Sie die neue Frequenz ein. Drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste oder brechen Sie den Vorgang mit der Beenden-Taste ab. Das wäre zu einfach, oder? Also, das wäre Z. Ich probiere es einfach mal. A, B, C, D. War doch so, oder? Wo ist... Nee, warte. A war 2, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Eingabevorgang. Achtung, bitte geben Sie die neue Frequenz ein. Drücken Sie... 9. 2. 6. 3. 6. Und 2. Die Funkfrequenz wurde geändert. Achtung! Sie sind dabei, die Einstellungen der Alarmanlage des Haupttors zu ändern. Bitte drücken Sie die 1, um die Alarmanlage zu aktivieren. Jede andere Zahl deaktiviert die Alarmanlage. Drücken Sie zur Bestätigung die 1. Die Alarmanlage wurde ausgeschaltet. Okay. Achtung! Sie sind dabei, den Selbstzerstörungsmechanismus zu aktivieren. Geben Sie den 7-stelligen Code ein. Drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste oder brechen Sie den Vorgang mit der Beenden-Taste ab. Also, jetzt auf jeden Fall das. Das ist wirklich das Passwort. Weil es sind 7 Buchstaben. 2, 6 war, glaube ich, N, ja. Mein Telefon sagt 3 ist D. O ist wieder 6. N ist auch 6. Und 2. Ihre Eingabe ist ungültig. Bitte versuchen Sie... Achtung, geben Sie den 7-stelligen Code ein. Drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste oder brechen Sie den... Also bei mir ist 9 definitiv, ja, W, X, Y, Z und 1 ist halt Zeichen, ne? Sollen wir es trotzdem mit 1 probieren? Aber eigentlich 2. 6. 3. O ist wieder 6. N ist auch 6. Und A ist 2. Ihre Eingabe ist ungültig. Die Prophezeiungen des Zandona. Anscheinend will der kranke Pat Shelton die Ideen seines ebenso kranken Vorbildes... Ach, ich bin so doof. Da ist doch das Telefon von dem da direkt daneben. Ich bin von meinem Telefon ausgegangen. Dann machen wir es mal mit dem Telefon. Achtung, geben Sie dem 7. So, Z ist... Drücken Sie zur Bestätigung. Ja, ja. 9, 1, 5, 2,
5. 5 und 1. Achtung, Achtung! Der Selbstzerstörungsmechanismus wurde aktiviert. Sie können den Vorgang abbrechen, indem Sie den Code erneut eingeben. So kann ich die Katastrophe verhindern. Ich ziehe die Karte raus, hier fliegt alles in die Luft und die Funkverbindung zur Bombe bricht ab. Ja, hier fliegt alles in die Luft. Ich zum Beispiel. Und Max. Aber habe ich eine Wahl? Vielleicht schaffe ich es ja, wenn ich schnell genug laufe. Bei Lola und Gorist Fump hat das schließlich auch geklappt. Wie heißt es doch so schön? Humor ist die Höflichkeit der Verzweifelten. Ich wusste es. Die verlorene Tochter ist noch da. Sie kommen hier nicht mehr raus, meine Kleine. Die Tür im Erdgeschoss habe ich abgeschlossen. Und die Wachen sind alarmiert. Also machen Sie es uns beiden nicht so schwer. Geben Sie mir die Chipkarte. Dann bin ich durchaus bereit, die verlorene Tochter mit offenen Armen wieder zu empfangen. Sie können mich mal. Aber er wird denn gleich so ausfallend werden? Seien Sie ein braves Mädchen und geben Sie mir die Karte. Sehen Sie, wir werden sonst alle sterben. Und das wollen Sie doch sicher nicht, oder? Nein, aber die Alternative will ich noch viel weniger. Und zumindest nehme ich Sie so noch mit ins Grab. Ich muss um jeden Preis verhindern, dass Shelton an die Chipkarte kommt. Aber ich kann nicht von Etage zu Etage hüpfen, bis der Selbstzerstörungsmechanismus hier alles in Schutt und Asche legt. Der Typ hat eine Waffe. Und wenn mir nichts einfällt, wie ich ihn mir vom Leib halten kann, wird er mich früher oder später erwischen. Also Nina, denk nach. Tür? Die hat Shelton tatsächlich verschlossen. Ah, Öl. Ich bekomme den verrosteten Verschluss nicht auf. Und den Kanister Shelton einfach entgegenschleudern ist zu riskant. Aha. Von dort kommt gleich Shelton. Und... So, was haben wir denn hier alles? Kisten und eine Waage und ein Schacht. Noch weiter nach oben kann ich nicht, von dort ne? Kommt... Doch. Von dort. So. Ich möchte den Kanister nicht einfach so weg. Na, das stimmt schon. Na. Da geht's nicht noch. So? Das jetzt abzuwiegen. Nein. Na, wie kriege ich denn das blöde Ding auf? Das jetzt. Na. Aber vielleicht habe ich eine Idee. So, mit dem Spaten? Nein, doch nicht. Die Tür ist ziemlich massiv und mir. Ich könnte die Statue so umkippen, dass sie den Aufgang blockiert. Mist, da kommt Shelton schon. Ich bräuchte mehr Zeit. Wenn ich nach ganz unten hüpfe. Ein kleiner Kanister mit Öl. Der Verschluss ist völlig verrostet. Ironie des Schicksals, dass ich ihn mit etwas... Ja, das stimmt wohl. Was soll ich damit machen? Mich... So.
Wow. Schnell. Ich könnte die Stadt... Mist. Ich muss mir also irgendwie Zeit verschaffen. Aber wie? Über die Weltkarte sind kleine rote Punkte. Ich muss unbedingt verhindern, dass Pat Shelton die Chipkarte in seine... So. Noch sind da unten keine Wachen zu sehen, aber das kann sich ganz schnell ändern. Da geht's nicht noch weiter. Na. So, ich muss vielleicht die Chipkarte erstmal verstecken. Das jetzt. So, zumindest schon mal nicht. Ich muss unbedingt verhindern, dass Pat Shelton die Chipkarte in seine Finger bekommt. Ja, ich kann aber auch nicht die ganze Zeit nur hin und her laufen. Das jetzt... Was soll ich da... Das jetzt... Spring einfach. Wenn ich genau wüsste, dass mich die Wachen da nicht finden, würde ich vielleicht sogar wirklich runterspringen. Aber da ich mir nichts... Oh. Ich bekomme den verrosteten Verschluss. Ich möchte... Ach, nee. Eine Nachbildung. Ich komme echt nicht drauf. Da denkt man hat bald schon alles probiert. Hier stehen so viele schwere und verschlossene Kisten rum. Ja, aber so zwei, drei kannst du draufbrechen. Mann. Ah. Über die Welt. Ich bekomme den Verrost. Eine Art Warenaufzug. Die hat Shelton tatsächlich verschlossen. Massenweise Kisten. Offenbar dient diese Ebene des Turms als ein... Ich komme gerade echt nicht drauf. Ich muss also einfach weiter probieren. Einfach nochmal alles durchprobieren. Ich möchte den Kanister nicht... Ah, ja klar, mit dem Fenster agiert sie dann. Ich fühle mich verarscht. Den Löchern im Kanister nachzuurteilen, zielen die Wachen wirklich ziemlich gut. Na, da kommt auch schon. So, aber jetzt klettern wir hoch.
So. Gute Idee. Wenn ich das Öl aus den Einschusslöchern laufen lasse, dürfte die glitschige Treppe Shelton einige Probleme bereiten. Haha. Das hält ihn mir zwar nicht vom Leib, aber ich gewinne zumindest etwas Zeit. Um das zu machen. So, jetzt schnell noch das Seil kappen, dann kommt Shelton hier nicht mehr hoch. Das wäre geschafft. Die Welt ist gerettet und ich bin gleich tot. Ich finde eigentlich nicht, dass ich mich als Heldin besonders gut eigne. Viel lieber wäre ich jetzt... egal wo. Hauptsache ganz weit weg. Hoffentlich schafft es wenigstens Max. Aber wie sollte er? Die Explosion wird hier alles in Schutt und Asche legen. Das überlebt keiner. Noch 60 Sekunden bis zur Selbstzerstörung. Es tut mir leid, Max. Ich wollte dir noch so viel sagen. So macht das Leben Spaß. Blauer Himmel, Sonne, Meer, Cocktails. Und vergiss mich nicht, den Traum deiner schlaflosen Nächte. Stimmt. Wie wäre es denn eigentlich mal mit einem kleinen Dankeschön? Und wofür? Na, wer hat dir und dem Rest der Welt denn mal wieder den Hintern gerettet? Hey, Moment mal. Ohne mich würdest du immer noch in Sheltons modriger Zelle sitzen und vor dich hinjammern. Ja, ja. Und wer hat dich aus dem Turm gerettet, als die Bombe tickte? Na? Mag sein, dass du auch einen kleinen Anteil daran hattest, dass wir heil aus der Sache rausgekommen sind. Wenn auch nur einen klitzekleinen. Undank ist der Weltenlohn. Mach dir nichts draus. Du bist trotzdem mein Held. Endlich. Ich dachte schon, ich müsste ewig auf diesen Satz warten. Ach, Max, viel wichtiger ist doch, dass wir beide jetzt hier sind. Weit weg von allen Problemen. Ja, wurde auch Zeit. Endlich mal kein Stress, keine Staus, keine Katastrophen. Und keine anderen Frauen. Sam? Keine Angst, sie hatte gegen dich nie eine Chance. Hab sie längst vergessen. Das will ich dir auch geraten haben. Jetzt lass uns einfach mal die Ruhe genießen. Soll ich uns noch einen Cocktail holen? Ja, gern. Ein Sex on the Beach wäre toll. Das sollte sich einrichten lassen. Ende! Nachdem die Anzahl der Naturkatastrophen plötzlich drastisch zurückging und somit auch keine akute Bedrohung mehr bestand, konnte man sich im Rahmen der UN-Vollversammlung natürlich nicht auf konkrete Maßnahmen einigen. Es wurde nur eine natürlich völlig unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet. Alles geht weiter wie bisher. Als Wladimir Kalenko nach seiner Rückkehr von der UN-Vollversammlung in New York von den Abenteuern seiner Tochter hörte, wurde er sehr wütend. Er untersagte Nina, ihn zukünftig auch nur noch ein einziges Mal als Grund für ihre Abenteuer zu missbrauchen. Nina verweigerte dazu jeden Kommentar. Wedge alias Rot 2 und Bix alias Rot 3 sollen maßgeblich an der Zerstörung eines Todessterns beteiligt gewesen sein und tauchen Gerüchten zufolge immer wieder in einer sehr berühmten japanischen Rollenspielserie auf. Fleming Olsen musste erschrocken feststellen, dass das Ende aller Tage wohl doch noch ein Weilchen auf sich warten lässt. Da sein durch exzessives Reisen beträchtlich geschrumpftes Vermögen bis dahin wohl kaum reichen dürfte, widmet er sich jetzt wieder der Touristikbranche. Seine Erlebniskreuzfahrten auf Nachbauten von Titanic, Poseidon und Andrea Doria gelten in den Kreisen der oberen 10.000 als der allerletzte Schrei. Der Paparazzo Feng Li schwimmt im Geld, seitdem er ein Abkommen mit einigen Prominenten hat und seine skandalösen Fotos nicht mehr veröffentlicht. Der naseweise Oscar wurde von Portier Sidney adoptiert. Gemeinsam tingeln sie seither als Rumba-Duo auf diversen Kreuzfahrtschiffen über die 7 Weltmeere. Bei den Behörden, von denen Sam Peters Hilfe anfordern wollte, traf sie nie ein.
Da ihr Kompass unterwegs zerbrach und sie keine Signalraketen mehr bei sich hatte, irrte sie hilf- und orientierungslos durch den indonesischen Dschungel. Wochen später begegnete sie einem Äffchen mit roten Pfoten, das sie zu einer Bucht führte, wo sie von einem Fischerboot aufgelesen wurde. Alle Versuche, Max zu einem gemeinsamen Abenteuer unter dem Titel Sam und Max, zwei Verliebte in geheimer Mission, zu überreden, blieben aufgrund Ninas massivem Widerspruch bislang erfolglos. Der Frosch in der Maske aus dem indonesischen Tempel wusste schon in jungen Jahren seine Artgenossen durch sein charismatisches Auftreten und seine überzeugenden Predigten zu faszinieren. So gelang es ihm auch schnell, die Tempelwache von seinen Motiven zu überzeugen. Gemeinsam pilgern sie seitdem durch die Bahnhöfe dieser Welt und verkünden allen, die es nicht wissen wollen, ihre einzigartige Weisheit: Nur Fliegen sind schöner. Der Imbissbudenbesitzer macht seit kurzem exzellente Geschäfte mit seiner neuen Internetfirma, die Glückskekse mit Sprüchen nach Kundenwünschen verkauft. Ob als Motivationshilfe für Entwickler, Schlaf ist der Feind des Erfolges, als Gimmick für die Presse, bewerte dieses Spiel hoch, sonst wirst du tief fallen, oder auch als Packungsbeilage für den Endkunden. Zufrieden ist stets der, der keine Ansprüche stellt. Die Verwendungsmöglichkeiten sind schier unendlich. Durch den Alkoholentzug erinnerte sich der Clochard plötzlich wieder an seine Vergangenheit als Kommissar Kansky. Bei dem Versuch, sich ein 10-Cent-Stück aus dem Wunschbrunnen zu angeln, rutschte er aus, schlug sich den Kopf an, verlor erneut das Gedächtnis und wurde zu einem gefeierten, exzentrischen Schauspieler. Als der Landvermesser den in Alufolie gewickelten Becher über seinen Hehler an einen berühmten Kunstsammler verticken wollte, flog er auf und schmort seitdem im Gefängnis, wo er sich mit dem Mundharmonika spielenden Gefangenen eine Zelle teilt. Das schwere Gerät aus seinem Jeep hat man ihm zu seinem größten Bedauern vorher abgenommen. Weil die Polizistin das ewige Gejaule des Mundharmonikaspielers und die endlosen Unschuldsbeteuerungen des Landvermessers nicht mehr ertragen konnte, hängte sie ihren Job an den Nagel und führt seitdem Dopingproben bei großen Radsportveranstaltungen durch. Herr Rossi sucht immer noch sein Glück. Und die Autovermietung sucht immer noch Herrn Rossi, seitdem sie den nur mäßig ausgebesserten Kratzer in dem teuren Sportwagen entdeckt hat. Durch die Erfolge seiner Affendressur ermutigt, versuchte der Zoowärter, dem Nilkrokodil das Apportieren beizubringen. Jetzt arbeitet er als Kapitän Hook in einem bekannten Freizeitpark vor den Toren von Paris. Die Gefängniswache Spivak entkam wie durch ein Wunder der gewaltigen Explosion. Er entschied sich für eine kleine Auszeit vom Dasein des Heldenbewachers und verfeinerte seine Käsesuppenkreation bis zur Perfektion. Nach einigen Auftritten in Kochshows entschied er sich aber dann doch dafür, wieder in seinen alten Beruf zurückzukehren. Die ersten Bewerbungsgespräche stehen demnächst an. Ja. Okay, man kann es ja mal vorlesen. In Gedenken an David Correll, Matthew Wakefield, William Patterson, Bischof Chester Perry, Pat Shelton, Katharina Jordan, den Schiffarzt, den Barkeeper, den Kapitän und die Turmwache, die im Dienste von Spannung und Dramatik ihr virtuelles Leben lassen mussten. Bei der Entwicklung von Geheimakte 2 kam übrigens fast keine Tiere zu Schaden. Die Entwickler selbst hingegen wurden sabbert und stammelnd in verschlossenen Anstalten verfrachtet. Befinden sich inzwischen aber wieder auf dem Weg der Besserung. Wunderschön. Ja, also mir hat's relativ gut gefallen. Ja, ich kann den Kauf eigentlich jedem empfehlen. Es macht Spaß, es ist spannend, es, ja, hat Witz, Humor. Also, ich hab's gerne gespielt und wie gesagt, dicke Empfehlung von mir. Wir sehen uns dann bei Let's Play Geheimakte 3 wieder. Bis dann, tschüss.